Die Kinder benutzen die auch ganz, ganz gerne als Handschmeichler.
Zum Beispiel während der Meditation oder während den Hausaufgaben oder einfach nur so beim Fernsehen schauen. Und wie gesagt, ich starte erst damit, sie tatsächlich auch in meinem Alltag über die Anschmeichler hinaus zu benutzen. Und das hier ist 1A Qualität. Das Gesamtgewicht sind ungefähr 400 Gramm. Und man hat hier zum Beispiel, das hier ist der rote Jaspis für das Wurzelchakra. Dann hat man den orangen Salzit für das Sakralchakra. Die kann man dann auch wunderbar während einer Chakra-Meditation auf die entsprechenden Chakren auf dem Körper legen. Das hier ist dann der gelbe Salzit für dein Nabelchakra. Dann hat man Rosenquarz und Aventurium für das Herzchakra. Der helle Sodalit für das Halschakra. Und der Amethyst für das Stirnchakra. Und dann noch den Bergkristall für das Kronchakra. Außerdem gibt es auch noch als Zugabe den Mondstein und er zählt zu einem der wichtigsten Heilsteine und schenkt dir Lebensfreude, Mitgefühl und stärkt deine Intuition. Wie gesagt, ich verlinke euch gerne nochmal meine Chakrasteine, wo ich die bestellt habe, unten in der Infobox. Und ich möchte euch jetzt gerne einfach auch noch mal ein paar weitere Informationen geben zu Edelsteinen an sich. Edelsteine zeichnen sich durch Schönheit, Seltenheit und Härte aus. Sie spielen in der Schmuckherstellung eine wichtige Rolle und daher kommt auch der Begriff Schmuckstein. Als Schmucksteine werden aber nicht nur die eigentlichen Edelsteine bezeichnet, sondern auch andere attraktive Mineralien, teilweise sogar organische Substanzen. Und bei der Edelsteintherapie werden Edelsteine genutzt, denen man eine Heilwirkung bei der Behandlung körperlicher, psychischer und seelischer Beschwerden zuschreibt. Und in diesem Kontext werden sie dann meist als Heilsteine bezeichnet. Wie genau die wohltuende Wirkung der Steine entsteht, ist nicht vollständig bekannt. Man geht aber davon aus, dass sie auf die Schwingungen der Kristalle zurückgeht. Atome, die die Kristallgitter der Heilsteine bilden, erzeugen bestimmte Schwingungen, die körpereigene Schwingungen beeinflussen können. Anders als oft vermutet, sind Steine also keine völlig tote Materie, sondern Objekte, von denen Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung ausgeht. Bei den Heilsteinen handelt es sich um Edelsteine, deren besondere Wirkung über viele Jahrhunderte von Menschen erprobt und über Generationen überliefert würde. Und grundsätzlich gibt es drei Behandlungsmöglichkeiten bei der Edelsteintherapie. Die einfachste Form ist das Tragen der Edelsteine am Körper. Effektiver ist jedoch das Auflegen auf bestimmte Körperstellen. Und die Behandlungsdauer hier dauert etwa 30 Minuten. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, das Wasser zu energetisieren. Dafür muss der gewählte Stein für mindestens 5 Stunden in ein Glas Wasser gelegt werden. Und anschließend wird der Stein entfernt und das Wasser dann schluckweise über den Tag verteilt getrunken. Zum Beispiel zu energetisieren, hält man sie zum Beispiel eine halbe Stunde unter fließendes Wasser, also
Man legt sie dahin und lässt eine halbe Stunde Wasser drüber fließen. Alternativ können auch manche Edelsteine durch eine Nacht in Meersalz oder einige Stunden in Sonnenlicht gelegt werden. Also ich energetisiere tatsächlich meine Edelsteine bei Vollmond oder im Sonnenlicht. Ich hoffe, dass euch dieses kleine ASMR-Video wieder gefallen hat. Und falls ihr euch vielleicht schon näher mit Heilstein beschäftigt habt und da hilfreiche Lektüre habt oder Ideen, wie ich die Heilsteine in Zukunft einsetzen kann, dann schreibt mir das doch super gerne in den Kommentaren. Und ich werde auf jeden Fall nochmal ein Nicht-ASMR-Video zu dem Thema machen. Und euch dann erzählen, wie ich die Heilsteine tatsächlich im Alltag verwende. Und an dieser Stelle sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen.